Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich frage mich ja jedes Mal, warum ich die Folge mit Hallihallo beginne. Ah ja, ich kann es mir auch irgendwie nicht abgewöhnen. Ich müsste was Cooleres einfallen lassen, damit Leute direkt dranbleiben. Nicht denken, Hallihallo, was ist mit der los? Vielleicht sowas wie, yo, 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 was geht ab, Leute, in der Haus? Und was zeichnet der da? Junge, hast du keine Augen im Kopf? Das sieht ganz anders aus. Ey, Alter. Sis? Denkt der könnte jemand künstlerisch frei sein? Hauptsache irgendeinen Dreck malen. So, Dottore. Haben wir uns ja in der letzten Folge markiert. Und wie versprochen, Dottore. Tada. Eröffnet. Oh, 9000. Oh, geil, ey. Ich find's super cool, wie einfach die Zahlen immer größer werden und wie es einfach pervers und pervers immer mehr und mehr wird. Jetzt mal ganz kurz gucken, war hier noch. Ich meine gerade eben auf der Karte. Uff, Schmied, ist da offen? Ist da zu? Wir gucken mal ganz kurz. Irgendwie ist der Schmied auf den Taubenschlag, der Taubenschlag auf den Schmied. Vermutlich so rum. Gucken wir mal ganz kurz, ob der Schmied da ist. Wenn er da ist, dann schauen wir uns mal an. Ja, genau, da ist er. Alles klar, gut. Eigentlich können wir uns mal wieder um die Assassinenrekruten kümmern. Ja. Karte weg, Karte weg. Warte, weg. Wir haben schon wieder eine Weile nicht mehr um unsere kleinen, süßen Assassinenrekruten gekümmert. Oh, Schande. Können wir eigentlich mal wieder machen? Ne? So. Und, wow. Ja, das ist geil. Hui. So, und interagieren. Hallo, kleines Brieftäubchen. Wir haben ein paar Missionen für dich. Also, vielleicht nicht für dich, aber... So, können wir Punkte verteilen? Nee, können wir nicht. Alles Paletto. Aufträge haben wir aber. Oh, das ist einfach. Gut. Eine einfache Aufgabe in Florenz. Es gibt doch der Level 1er hin. So alleine. So. Venedig. Bisschen was schwieriger. Wer schafft's denn? Der Fünfer. Ja, komm. Dann mach das mal. Oh, und Kleidung stehlen. Oh, das war ganz schwierig. Nein. Barcelona. Schwierig, schwierig, schwierig. Nein. Wien. Venedig. Wien, machst du? Oder noch was? Propaganda entfernen. Ups, so, 91. Komm, versuch's mal. Oh, Schlag ins Gesicht noch. Oh, nee, gar nicht. Rom, nein. Moskau, ja, komm. Dauert zwar ein bisschen länger, weil es weiter weg ist, aber hey. Ach, da war noch was. Feindlicher Spion, natürlich, natürlich. Immer diese Russen-Spionen. Ja, komm, versuchen wir es mal so. Und zwei lassen wir einfach mal bei uns. Man weiß ja nie. Ne, Leute. Haben wir einen kleinen traurigen Assassinen-Rekruten-Pfeil oben. Aber in 5 Minuten werden wir sehen, was wir davon haben. Oh, Ezio. So. Das war umständlich. So. Wir können... Was wollte ich nochmal? Ich wollte erstmal gucken, ob wir endlich hier hin können, was mit den Dingern ist. Die müssen theoretisch Borgia-Einfluss? Nee, kein Borgia-Einfluss. Dann müssen wir den Turm eigentlich, den Turm. Ja, wir reparieren jetzt den Turm hier, das hier, der Turm hier, der Turm. Ne, der, ups. Ach, süß. Ach, da waren wir, ach, cool. Also. Jetzt aber. Den Tunnel können wir hier da machen. Quatsch. Der hat mir diese... Puh, hier ist auch noch was, Alter. Gut, dann können wir einmal... Was ist denn los gerade? So, dann können wir auch einmal ganz kurz hier hingehen und das ein bisschen reparieren. Dann können wir hier ein bisschen reparieren. Dann können wir hier hingehen. Wenn das zu ist oder wenn wir hier fertig sind mit dem Borgia-Turm, dann können wir die Hauptmission machen. Eigentlich wollten wir die Hauptmission machen. Eigentlich wollten wir echt die Hauptmission machen, ne? Oh, hier ist noch ein Schneiderle. Ja, ihr seht, ich bin scharf aufs Geld. Ich bin scharf auf eine fertige Stadt. Weil ich finde, das lohnt sich. Finde ich aber auch einfach nur ganz schön, wenn man irgendwie den Gedanken hat, yo, wir haben Rom befreit. Wir haben irgendwie der Stadt geholfen, die von den Borgia zu trennen oder die Borgia, den Machtbereich der Borgia ein bisschen einzudämmen. Boah, ich hab's aber auch heute mit meinem Deutsch, ne? Schlimmer als sonst. Bla 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 bla. Ich stehe euch zur Verfügung, verehrte Kunden. Dankeschön, aber ich muss jetzt weg, ne? Also, tschüss.
dir noch viel Erfolg im Leben und sowas. Ich komme wahrscheinlich nie wieder vorbei. So, das Ding können wir kaufen, aber... Ah, ne, komm. So, wir interagieren. Wo können wir denn hin? Irgendwo da östlich. Also hier ist direkt, ja, die Kaserne. Aber dann wäre ich vielleicht noch direkt in die Mission geschmissen. Das möchte ich nicht unbedingt. Ich möchte... Habe ich den Endpunkt übergangen? Der im Prinzip über dem... Ach, genau, über dem Ausruf... Ach, okay. Der über dem Ausrufzeichen ist nicht verfügbar. Okay, dann halt Kaserne. Wenn es nicht anders geht, dann halt in die Kaserne. Ist ja auch eine Lösung. Why not? So. Ich will gerade, was wir noch machen können. Ich finde, das können wir erstmal so machen. Ein bisschen was eröffnen und dann schauen wir mal, ob wir den einen Borgia-Turm endlich bekommen. Ne, zu dem wir die ganze Zeit nicht kommen, weil das Gebiet da ist irgendwie noch nicht im Animus drin. Muss der erst nochmal patchen, der Animus, dann ist er drin. In der Sequenz, was weiß ich welche. So. Dann mal ganz kurz markieren, wo wir hinlaufen müssen. Wohin müssen wir denn? Ja, das können wir eigentlich hier alles machen. Und dann können wir hier in die Richtung laufen. Oder das hier noch repariert. Das hier können wir eigentlich auf dem Weg machen. So. I have figured it out. In my head. All alone. Hui. Entschuldigung, ich muss ein bisschen gähnen. Ah, ein Romulus ist hier. Das erklärt die 30 Millionen Wachen. Ich eröffne hier trotzdem den Tunnel. Da. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie auf der Karte vermerkt. Boah, wir haben fast 10.000 Florin in 20 Minuten. So, Romulus ist bestimmt irgendwo da drin. Aber lassen wir ihm mal Romulus sein. Das machen wir noch. Ich will unbedingt die ganzen... Also, was ich unbedingt machen möchte hier noch im Let's Play ist... die ganzen Romulus-Gräber... Gräber. Finden und lösen natürlich, um dann endlich diese Rüstung am Ende zu bekommen. Weil die ist so geil. Die sieht so cool aus. Die muss einfach sein. Die muss... So, 660, überhaupt kein Problem. Das ist ja locker flockig erledigt. Ja, 10.000 die Stunde. Heilige Mutter Maria. Ist das viel. Sehr geil. So, und dann ist hier noch irgendwo ein Dottore. Dottore. Ja, wo bist du? Nicht hier. Ach so, oder ist das... Fabro. Ach, der Fabro ist das. Was auch immer. Irgendwas war da noch zum Aufmachen. So. Oh. Pling, pling. Und? Hallo, Fabro. Fabubbro eigentlich. Oder Fabbro. Oh Gott, ich werde echt immer... Nee, ich bin irgendwie heute so richtig schlecht lustig drauf. Also, ne, kennt ihr ja immer diese Witze, die nicht lustig sind. Also im Prinzip mein ganzes Let's Play hier. So, Rom ist auch zu 50% wieder aufgebaut. Neue Gegenstände beim Schmieden? Was? Neue Gegenstände? Hast du neue Gegenstände? Los, gib mir neue Gegenstände. Okay, hier nicht, aber hier scheinbar. Eine Spadone! Boah, die sieht fett aus. Und ist schwer, weil wir brauchen die schwere Schwertscheide, die da steht. Die da steht, Alter. Ja, ein andermal. Ich finde immer diese schweren Waffen. Ich weiß nicht so recht, ob ich die mag oder nicht. Ich glaube eher nicht. Das ist doch eigentlich viel cooler, mit so einer leichten Klinge dem Typen einfach den Kopf abzusäbeln. Einfach so. Tsching. Und kommen wir rein? Ja, wir kommen hier rein. Oh ja, das sieht gut aus. This is good. We have endlich dieses Gebiet. Na, Halleluja. Ha, 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 Halleluja. So.
Antonio da Fiorentino. Oh, guck mal, die sehen mich alle. Töten wir einfach mal ein paar. Aua, okay, gut. Schade, ich konnte eh das Schwert nicht auswählen, deswegen dachte ich, ich versuch's mal so. Hallo, Schwert. So, kommt her. Ich messe euch alle nieder und dann auch euren Boss. Der zum Glück, glaube ich, nicht wegrennt. Ich glaube, der könnte oben sein. Ja, ich glaube. Mist, du müsst ja treten. Und dann. Tschack, so. Nein, aua, aua, stör mich nicht, wenn ich wen kille, Mann. Alter Penner, überhaupt keine Ahnung von den Knicke und Etikette, ey. So. Der eine ist weg. Ah, ne, der ist er noch. Ein Herold eliminieren, war erfolgreich, das ist schön. Ach, das ist er, Typ. Hua, 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 ich tritt dir in die Eier und dann mache ich dich tot. Und? Da kann ich einfach. So. Paff, paff, paff. Zack. Und zack. Er tötet eine Ezio. Oh, ich sehe ein Höschen. Stringtanga. Na, na, na. Mein lieber Scholli. Aua. Oh Mann, ey. Ja, komm, gib mir eine Serie. Dann leg ich los. Oh, der ist so ein schwerer Scheiße. Mist. Oh Mann, ich bin gerade viel zu lange hier, ne? Ihr merkt schon. Der nimmt auch immer Abstand, weil der Penner so ein Ding hat. Weißt du was? Ich hab auch so ein Ding. Guck mal hier. Guck mal, was ich hab. Hui! Das dauert viel zu lange. Es tut mir sehr leid. Eigentlich war das überhaupt nicht schwierig. La 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 la, aber der Borgia-Turm ist unser. Und hier ist noch ein Zettel. Luciana Danese ist ein Discepolo. Cool. Und hier kommen wir nicht hoch. Das ist mindestens genauso cool. Ach komm. So. So, erstmal hier irgendwie rumkraxeln. Nein! Kraxel. Ezio, kraxeln. So, geht doch. Genau daran wollte ich. Na, hier kommen wir hoch. Oh, endlich haben wir diesen Zweier-Borgia-Turm, ne? Wie lange ich den einfach schon mal machen wollte. Von Anfang an, glaube ich. So, radioaktiver Turm entzündet! Hasta la vista, Baby! Jump. La la. Yeah, war doch alles Paletti. Ach Mist, ich hätte ja den Typen wieder ausrauben können. Habe ich wieder nicht gemacht. Es tut mir leid. Yes, jetzt können wir alles um dieses Gebäude herum renovieren. Und das machen wir auch. Zum Beispiel hier ist eine Bank und ein Arzt. Den holen wir uns doch direkt. Leute, habt ihr eure Messer dabei? Wir könnten ihn als Zielscheibe benutzen. Ich glaube, ihr habt mir überhaupt nichts zu sagen, ihr doofen Wachen. Wo ist denn die Bank? Hier drin? Ah, da ist. Und Banco! Bailando, Bailando. Hat mich Banco gerade so dran erinnert. Ist auch egal. Yeah, 10.600 irgendwas. Oh, 9 von 10 Banken. Cool, damit hätten wir fast alle Banken. Mal gucken, wie viele Dottore das jetzt mittlerweile sind. So viele müssen uns ja eigentlich auch nicht fehlen. Ach, geil. Geil, geil, geil. Seid nicht schüchtern, nicht. 10 von 15. Ja, gut. Haben wir hier ein bisschen Geld zum Abheben? Nee, haben wir leider nicht. Ist ja auch egal. So, da war hier noch ein Schneider. Ein Schneider. Ein Schneider. Ich gucke überhaupt gar nicht mal hin, wie viel das kostet. Ist ja auch egal. Das Geld haben wir eh. Wird ja auch keine 21.000 kosten. Ach, geil. 8 von 12 Schneidern. Seide und Leder.
Ach geil. Da vorne ist noch ein Pferdestall, sehe ich schon. Ich meine, gerade wenn wir das Gebiet haben, können wir uns ja mal hier tüftig. Ach, guck mal, wir können auch wieder Assassinen rekrutieren. Können uns mal hier so ein bisschen austoben. Neue Gegenstände bei Schneidern freigeschaltet und Rabatt erhöht. Das ist super nett von euch. Kriege ich auch Rabatt bei Pferden oder wie ist das, wenn ich ganz viele Pferdeställe habe? Oh, ihr habt uns ganz viele Pferdeställe eröffnet. Wir schicken ihn zu einem Pferd immer noch eins dazu. Und automatisch, wenn ich den Pferdestall ausbaue, kommt auch ein Pferd rein. Das ist auch super logisch. So, ja, Pfeilhagel haben wir, habe ich schon gesehen. So. Weiter geht's hier vorne. Hier ist noch so ein Fabro und sowas. So. Da. Fabro, ganz runtergekommen, aber wir helfen dir. Überhaupt kein Problem, Fabro. Du kennst uns doch, wir sind ein Mann des Wortes. Was wir versprechen, das halten wir ein. Immer doch, immer doch. Wir schaffen übrigens hier voll die Arbeitsplätze in Rom, schon aufgefallen? Ich wette, das ist das eigentliche Ziel. Wir wollen einfach nur Arbeitsplätze schaffen. Ups, nein, ich... Jetzt haben wir das Pferd gerufen. Naja, kommt auch schon das Pferd. Danke. Ach, wie süß, ein ganz vollgepackter Esel. Das ist irgendwie niedlich. Wenn da noch Sachen drauf sind und sowas. Dieses entzückende Ritratto von Papa Gregorio ist wahrlich antik. So. Such. Da. Ja, das hat sich jetzt voll gelohnt, da runter zu rennen. Oh, wie süß, das Pferd verfolgt uns. Oh, ich mach aus dir gleich Lasagne. Ein Witz. So böse bin ich ja nicht. Und da. Boah, wir haben immer noch nicht die Hauptmission gemacht, ne? Es tut mir furchtbar leid. Ich bin immer so abgelenkt von diesen ganzen Nebensachen. Und möchte es immer sofort machen. Und so machen und tun und alles. Ist der hier offen? Ja, ne? Ich glaube, da waren wir gerade. Ah, wow, geil. Hier ist nochmal... Boah, krass. Hier ist nochmal Aussichtsturm. Ja gut, ich glaube, das reicht erstmal für heute, weil wir würden dann in der nächsten Folge direkt mit der Hauptmission anfangen. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? In der nächsten Mission machen wir dann direkt mit der Hauptmission weiter. In der nächsten Mission, in der nächsten Folge... Oder habe ich das gesagt? Oh, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie heute völlig durch. So, wir machen dann die Mission. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß und ein bisschen Freude. Und wenn nicht, dann bin ich nicht so hoch erfreut. Oh Gott, nee. Wie gesagt, Reime schlecht. So, dann, genau, bis nächste Folge und schönen Tag noch. Und bis dahin. Tschüssi, eure Animanes.